Laudetur Jesus Christus. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, zu dieser Live-Übertragung von Radio Vatikan für Vatikan Media. Wir übertragen am heutigen 12. Sonntag im Jahreskreis vom Petersplatz in Rom das Angelusgebet mit Papst Franziskus. Am Mikrofon begrüßt Sie sehr herzlich Silvia Kritzenberger. Schön, dass Sie heute mit dabei sind. Ganz herzlich grüße ich alle, die durch unsere Partnersender mit uns verbunden sind. Die katholischen Fernsehsender EWTN und KTV, Radio Horeb, Radio Gloria und die Radio Maria Familie aus Österreich und der Schweiz. Und mein Gruß gilt natürlich auch allen, die über unsere Webseite, Apps und über unseren YouTube-Kanal mit dabei sind. Ja, seit dem 14. Juni ist Rom Zona Bianca, weiße Zone. Konkret heißt das, dass nur Abstandspflicht und Maskenpflicht einzuhalten sind, sowohl in geschlossenen Räumen wie im Freien. Es gilt keine nächtliche Ausgangssperre mehr und auch Restaurants und Lokale sind wieder unbegrenzt geöffnet. Auch der Petersplatz ist wieder entsprechend gut besucht und das bei heute hochsommerlichen Temperaturen von 32 Grad. Ja, wir sehen den Petersplatz gerade hier eingeblendet, der heute wirklich sehr, sehr gut besucht ist. Es haben sich sehr viele Pilger eingefunden, viele haben Fahnen ihrer Länder dabei. Wir sehen hier auch eine Gruppe italienischer Pfadfinder und sie alle warten schon auf Papst Franziskus, der nun gleich vom Fenster seines Arbeitszimmers aus mit uns das Mittagsgebet, den Engel des Herrn, beten wird. Auf dem Platz sind auch mehrere Großbildschirme aufgestellt. So hat jeder einen guten Blick auf den Heiligen Vater. Ja, wer uns über den Bildschirm verfolgt, der hat gesehen, dass am Anfang auch das Wappen eingeblendet war. Das Wappen auf dem Teppich, der vor dem Fenster des päpstlichen Arbeitszimmers im Vatikanischen Palast ausgehängt wird. Vor dem Mittagsgebet. Und das Wappen von Papst Franziskus ist ein sehr schlichtes Wappen, das aus den Elementen seines Bischofswappens besteht. Wir haben den kelchförmigen Schild aus dem Wappen des Jesuitenordens auf blauem Grund gesehen. Das erinnert daran, dass der Papst ein Mitglied des Jesuitenordens ist. In roter Schrift befindet sich darunter das für Jesus stehende griechische Monogramm IHS, ein Stern sowie eine Lavendelblüte. Der Stern symbolisiert nach alter Tradition die Jungfrau Maria, die Mutter Gottes und der Kirche. Die Lavendelblüte steht für den heiligen Josef als Patron der Kirche. Wie bereits sein Vorgänger Benedikt XVI. Hat auch Franziskus auf das Symbol der Tiara als Papstkrone verzichtet und die schlichtere bischöfliche Mitra gewählt. Die Mitra, verziert mit drei goldenen Bändern, stellt die Zentrierung der drei Gewalten in der Person des päpstlichen Würdenträgers dar, Priester, Hirte und Lehrer. Und Sie hören es am Applaus. Papst Franziskus zeigt sich gerade am Fenster seines Arbeitszimmers. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Liebe Brüder und Schwestern, guten Tag. Nella liturgia di oggi si narra l'episodio. Heute erzählt uns das Evangelium von dem Moment, als Jesus den Sturm beruhigte. Das Boot, in dem die Jünger den See überquerten, wurde von Wind und Wellen hin und her geworfen. Und sie hatten Angst, dass es sinken könnte. Jesus war mit ihnen im Boot. Doch er lag hinten auf einem Kissen und schlief. Die Jünger waren von Angst erfüllt und riefen ihm zu: Meister, kümmert es dich nicht, dass wir zugrunde gehen? Und
Wie oft haben auch wir dem Herrn in den Prüfungen des Lebens zugerufen: Warum schweigst du? Warum tust du nichts für mich? Besonders dann, wenn wir das Gefühl haben, unterzugehen, weil uns die Liebe oder das Projekt entgleiten, in die wir große Hoffnungen gesetzt hatten. Wenn wir den alles verschlingenden Wellen der Angst ausgeliefert sind. Oder wenn wir uns im Meer des Lebens verloren fühlen, ohne Kurs und ohne Hafen. Und auch immer dann, wenn uns die Kraft zum Weitermachen fehlt. Weil wir keine Arbeit haben oder uns eine unerwartete Diagnose um unsere Gesundheit oder die eines geliebten Menschen fürchten lässt. Es gibt viele Momente, in denen wir uns wie in einem Sturm fühlen, in denen wir das Gefühl haben, dass alles aus ist. In diesen und vielen anderen Situationen fühlen auch wir uns von Angst erdrückt und laufen Gefahr, wie die Jünger, den Blick auf das Wesentliche zu verlieren. Auf dem Boot ist Jesus, auch wenn er schläft, tatsächlich da. Er teilt mit seinen Jüngern alles, was geschieht. Sein Schlaf versetzt uns einerseits in Erstaunen und stellt uns andererseits auf die Probe. Der Herr ist da, er ist gegenwärtig. Der Herr wartet nämlich darauf, dass wir ihn einbeziehen, dass wir ihn anrufen, dass wir ihn in den Mittelpunkt unseres Lebens stellen. Sein Schlaf provoziert uns zum Aufwachen. Um Jünger Jesu zu sein, reicht es nämlich nicht, zu glauben, dass Gott existiert, dass es ihn gibt. Wir müssen uns auf ihn einlassen. Wir müssen auch unsere Stimme mit ihm erheben. Wir müssen ihm zurufen, ihm zuschreien. Das Gebet ist oft ein Ruf. Herr, rette mich. Ich habe in dem italienischen Fernsehprogramm A Sua Immagine heute zum Tag der Flüchtlinge, dem Weltflüchtlingstag, die vielen Flüchtlinge gesehen, die sich mit dem Boot auf die Reise machen und die im Moment der Not rufen: Herr, rette mich. Auch wir müssen rufen: Herr, rette mich. Das Gebet muss ein Ruf, ein Schrei werden. Und so sollen wir uns heute fragen: Was sind die Stürme, denen ich in meinem Leben trotzen muss? Was sind die Wellen, die mich vom Kurs abkommen lassen und die mein Leben in Gefahr bringen, mein spirituelles, mein geistliches Leben, mein Familienleben, auch mein psychisches Leben? Erzählen wir das alles Jesus. Erzählen wir ihm alles. Er wünscht es sich. Er möchte, dass wir uns an ihn klammern, bei ihm Schutz suchen vor den Flutwellen des Lebens. Im Evangelium heißt es, dass die Jünger zu Jesus gehen, ihn aufwecken und mit ihm sprechen. Das ist der Anfang unseres Glaubens, zu erkennen, dass wir aus eigener Kraft nicht in der Lage sind, uns über Wasser zu halten, dass wir Jesus brauchen, wie die Matrosen die Sterne, um unseren Kurs zu finden. Der Glaube beginnt bei der Überzeugung, dass wir uns nicht selbst genug sind. Bei dem Gefühl, dass wir Gott brauchen,
Wenn wir der Versuchung widerstehen, uns in uns selbst abzuschotten, wenn wir die falsche Religiosität überwinden, die Gott nicht bemühen will, wenn wir ihm zurufen, dann kann er in uns Wunder wirken. Es ist die milde und außergewöhnliche Kraft des Gebets, die Wunder wirkt. Jesus, auf das Flehen der Jünger hin, beruhigt Jesus den Sturm und die Wellen. Und er stellt ihnen eine Frage, die auch uns betrifft. Warum habt ihr solche Angst? Habt ihr noch keinen Glauben? Die Jünger hatten sich von der Angst übermannen lassen, weil sie auf die Wellen starrten, statt auf Jesus zu blicken. Und dazu treibt uns die Angst. Wir sehen die Probleme, die Schwierigkeiten, die hässlichen Probleme, aber wir sehen den Herrn nicht, der oft schläft. Und das gilt auch für uns. Wie oft fixieren wir uns auf unsere Probleme, statt zum Herrn zu gehen und ihm unsere Sorgen anzuvertrauen? Wie oft lassen wir den Herrn links liegen, weisen ihm auf dem Boot unseres Lebens einen Platz ganz hinten zu, um ihn erst im Moment der Not aufzuwecken? Bitten wir heute um die Gnade eines Glaubens, der nicht müde wird, den Herrn zu suchen und an die Tür seines Herzens zu klopfen. Möge uns die Jungfrau Maria, die in ihrem Leben nie aufgehört hat, auf Gott zu vertrauen, das lebenswichtige Bedürfnis wiederentdecken lassen, uns jeden Tag dem Herrn anzuvertrauen. Et concepit de Spiritu Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus et benedicto frutto venti tui Jesu. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus et benedicto frutto venti tui Jesu. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. E verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitris. Ut digne ficiamur promissionibus Christi. Grazie a Tua, in questo Domine, mentibus nostris infunde, o che angelo annunciante, Cristi Fili Tua, incarnazione in coniovium, per passione meius ad crucem, a resurrezione gloria perducamur, per Christum Dominum nostro. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis, Domine. Et lux perpetua lucet eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, liebe Brüder und Schwestern, unisco la mia voce a quella dei vescovi del Myanmar. Ich schließe mich den Bischöfen Myanmars an, die letzte Woche einen Appell lanciert haben und die Aufmerksamkeit der Bevölkerung auf das Leid von Tausenden von Menschen aufmerksam machen, die vertrieben wurden und nun hungern, Hungers sterben. Con tutta la gentilezza di permettere i corridoi umanitari.
Wir rufen alle auf, die humanitären Korridore wieder anzukurbeln und die neutralen Orte der Zuflucht wie Kirchen und Seminare respektiert werden. Der Herr möge die Herzen aller berühren und Frieden nach Myanmar bringen. Wir begehen heute den Weltflüchtlingstag, der von den Vereinten Nationen vorangetrieben wurde und der dieses Jahr unter dem Motto steht: Gemeinsam können wir einen Unterschied machen. Tragen wir die Flüchtlinge im Herzen, lernen wir von ihrem ruhigen, stillen Widerstand. Und lassen wir eine menschlichere Gemeinschaft wachsen, eine einzige große Menschheitsfamilie entstehen. Ganz herzlich grüße ich euch alle, die ihr aus Rom, aus Italien und anderen Ländern hierher gekommen seid. Ich sehe Leute aus Peru, Polen und vielen anderen Ländern. Saluto l'Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani. La Delegazione di Madri Insegnanti nelle Scuole Italiane. Der Papst hat die Pfadfindergruppe gegrüßt. Del Centro Padre Nostro di Palermo, die Jugendlichen aus Palermo, einer Gemeinschaft, die vom heiligen Puglisi gegründet wurde. I fedeli di Niscemi, Bari, Anzio e Villa di Brianza. Der Heilige Vater grüßt verschiedene Jugendgruppen, katholische Jugendgruppen aus Italien. Auguro una buona domenica. Euch allen einen schönen Sonntag. Bitte vergesst nicht, für mich zu beten. Gesegnete Mahlzeit und auf Wiedersehen. Und mit diesen Worten verabschiedet sich Papst Franziskus von den Gläubigen auf dem Petersplatz. Und damit endet diese Live-Übertragung aus Rom. Ich bedanke mich bei allen, die heute mit dabei waren. Eine Zusammenfassung und die Ansprache des Papstes sowie alle weiteren Infos aus Vatikan und Weltkirche finden Sie in Kürze auf der Webseite von Vatican News und natürlich auch in unserem kostenlosen Newsletter, den Sie unter rv-news.info bestellen können. Das war eine Sendung von Radio Vatikan für Vatikan Media. Am Mikrofon verabschiedet sich Silvia Kritzenberger. Laudetur Jesus Christus.